Kennt ihr MacGyver? Das war ein TV-Serienheld aus den 80er Jahren, der viele Zuschauer faszinierte. Er war ein Meister der improvisierten Bastelei, der aus noch so verzwickter Situation jeweils das Beste draus machte. Genau diese Vorgehensweise, diese situative, spontane Kreativität ist auch in der Evolution der Lebewesen zu beobachten. Charles Darwin postulierte als erster Wissenschaftler die natürliche Selektion als Mechanismus bei der Entwicklung der Lebewesen im Laufe der Generationen. So erkannten Vertreter des Neodarwinismus, dass Mutationen in den Genen die Fortpflanzung beeinflussen. Mutationen erfolgen immer bei den Nachkommen und werden zufällig gesteuert. Es sind äußere Einflüsse, die die Veränderungen bestimmen können, chemische und radioaktive Einwirkungen sowie UV- und Röntgenstrahlung. Dabei handelt es sich immer nur um sehr kleine Veränderungen, nie um große Sprünge. Die mutierten Nachkommen werden dann der natürlichen Selektion ausgesetzt, in welcher nur die, die am besten an die Umwelt angepassten Merkmale weiterkommen. Die biologischen Verbesserungen im Laufe der Evolution lassen sich mit dem sogenannten MacGyver-Prinzip verdeutlichen. Der TV-Serienheld MacGyver war ein Meister der improvisierten Bastelei, was in den 1980er Jahren viele Zuschauer faszinierte. Er konnte aus jeder Situation das Beste machen. Bei der Evolution handelt es sich ebenfalls um ein Flickwerk, welches ohne Planung mittels Mutation und Selektion nur die aktuell nächstbesten Möglichkeiten für die kommenden Generationen nutzt. Dass die Entwicklung ungeplant und spontan verläuft, zeigt uns die Existenz von Rudimenten bei vielen Arten. Diese rückbildenden Merkmale werden in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr benötigt. Bei Menschen zählen hierzu das Steißbein und der Blinddarm, bei bestimmten Schlangen der Beckengürtel oder bei Walen die Stummelbeinchen. Mit dem MacGyver-Prinzip lassen sich auch Homologien und Analogien erklären. Wenn verschiedene Arten dasselbe Körperteil für unterschiedliche Funktionen benutzen, handelt es sich um eine Homologie. Das ist zum Beispiel bei der menschlichen Hand der Fall, welche beim Hund ein Bein und beim Vogel ein Flügel ist. Bei einer Analogie setzen verschiedene Arten andere Körperteile für dieselbe Funktion ein, wie zum Beispiel die Flügel der Insekten andere Körperteile sind als diejenige der Vögel oder Fledermaus. Wäre die ganze Evolution geplant, also kein situatives Gebastel, dann gäbe es keine Rudimente, keine Homologien und auch keine Analogien. Die Evolution läuft weiter, wir können nur gespannt sein, was noch alles kommen wird. Es stellt sich nur die Frage, ob wir es noch erleben werden. Und wenn euch interessiert, wie Mutationen entstehen und welche Mutanten unter uns lauern, dann schaut euch dieses Video an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns bald wieder.